Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt gehabt, aber ich habe es letztens schon festgestellt, dass die Batterie ein bisschen schwächelt. Ne? Jetzt ist es tatsächlich soweit, wir haben minus 7 Grad. Fan springt nicht an. Ich habe aktuell Batteriestand, also spannungsmäßig von 12,7 Volt. Das ist nicht die Welt, das weiß ich, ja. Müsste aber theoretisch reichen zum Anspringen. Ich kann auch vorglühen, das funktioniert, aber sobald der Anlasser, sobald ich durchdrehe, der Anlasser ausspringt, bricht die Batterie komplett zusammen auf roundabout so, ich glaube so 5, 6 Volt, ja. Heißt, die ist so gut wie es geht durch. Jetzt schauen wir einfach mal, ich glaube übermorgen soll es wieder plus geben, sogar fast zweistellig, ja. Dann würde er wahrscheinlich ausspringen, dann können wir zumindest mal umpeigen und so, ja, und wieder aufräumen, dass er wieder ans Dach kommt, ja. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne, aber so ist jetzt mal der Plan von meiner Seite aus und dann gucken wir mal, was wir für Batterie da reinbauen, müssen wir ein bisschen aufpassen, ja, gerade bei Schlepper, da kommen ja eigentlich stoßfeste Batterien rein, ja, da muss ich einfach mal gucken, ja, was wir da reinbauen. Was ich auch noch zeigen kann, das ist hier mein Handyhalter, ist sehr, sehr wabbelig, ja, hat aber halt auch, wie ich sicher denken könnte, nicht die Welt gekostet, ja. Aber funktioniert. Bin ja ganz zufrieden mit, ja. Mal gucken, vielleicht setze ich ihn auch noch mal um, dass ich ihn nach oben setze oder so, ja. Weil da finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt, gell. Gut, wenn es, sorry, wenn das Handy als Navi nimmst, dann brauchst du eigentlich fast eher eine Windschutzscheibe. Da muss ich mal noch mal gucken, wo man den aussetze, ja. Aber so ganz prinzipiell finde ich es mal nicht so verkehrt, ja. Genau. Tja, jetzt wird es ganz schnell ganz dunkel für das Video, ey. Ich muss die IHC ran, ne? Das ist der Schlüssel für den Fan. Du musst Kupplung drehen, sonst geht er gar nicht an. Lass mich raten, dann hat er mal seinen Hund erwischt. Ja? Ja. Steig auf der anderen Seite auf, da kommt der Schalter, das ist ein bisschen unpraktisch. Das Zündschloss ist ganz oben rechts. Ich muss nur auf Kupplung dappen, ja. Handbremse müsste auch gezogen sein, bevor du mich da nicht wieder auf fährst, auch mit gedrehter Kupplung. Aber der springt eh nicht da. So, warte aber mal noch kurz. So, Leute, wir wollen jetzt das Thema Batterie analysieren. Und deswegen haben wir A, Zangenampermeter drin, Hänger zum gucken, wie viel Strom das wir ziehen beim Starten. Multimeter zum Spannung messen, weil ich vermute, sobald der Benni jetzt den Schlüssel rumdreht, bricht die Spannung zusammen. Weil ich habe momentan eine Leerlaufspannung an der Batterie von 5 bis 12,6 Volt, je nach Messgerät. Dann probier mal. Nochmal. Machen wir nochmal. Ja, hör auf. Komm mal runter und wir sprechen mal schön das Ergebnis. Also, folgendes, Benni. Ich hab. Warte, lass mich raten. Die ist hops. Also, funktioniert nicht. Spannungsmäßig geht sie runter auf 11,8. Ja, da muss aber was passieren. Aber da kommen nicht mal 100 Ampere raus. Hast du so einen Schleif? Aufsatz für Akkuschrauber. Oder Schmörgelpapier. Meinst du, dass meine Kontakte auf einer Scheiße sind? Die sehen auch nicht gerade sehr. Ja. Aber es lief doch immer! Ja, das ist es ja bei Rost. Wird nicht besser, weil es ist nur schlechter. Komm, jetzt machen wir erstmal Kapazitätsmessung. Hallo erstmal. Ach, kennst du noch? Wir waren zu lange her, da waren dabei. Jetzt machen wir Kapazitätsmessung erstmal, bevor wir das. Jetzt machen wir Kapazitätsmessung. 135 AH bei 900 A EN. Was sagt er? Fährt noch der Strom hoch. Bei wie viel ist er? Oder weiß er das nicht? Das Display wechselt immer. Kapazität bisher 0. Mode Discharging, Current 30 Ampere. 11,7 Volt. Ein bisschen wenig.
Ich habe dich vorhin schon, dass es runterfällt. Leute, ich zeige es euch mal kurz. Achtung. Ja. Benni ist ja schließlich mein Batteriegott. Für Batterie ist Benni bestens ausgestattet. Ne? Was haben wir da? Ein Alphabat Pro. Ein Riesenteil ist das. Ja. Weiß ich, kenne nur diese Mini-Batterietöscher da. Ja, die kleine da. Messen es auf elektronische Art. Innenwiderstand und hin und her. Ja, genau. Du könntest dann ungefähr abschätzen, aber der entlädt halt komplett wirklich mit Strom. Hei, hei, hei. 0,4% Kapazität. Eigentlich müsste er halt komplett voll geladen sein. Ne? Die Tests, der ist jetzt nicht so 100% akkurat. Wahrscheinlich nochmal 5-10% drauf rechnen. Aber wenn wir jetzt nur bei 0,5% Kapazität sind? Ja, das geht ja immer weiter. Ach, nach das oben. Baut er jetzt immer weiter. Ja, okay, wie lange dauert jetzt der Test? Kommt drauf an, wie gut die Batterie ist. Okay, das heißt, wir stehen hier jetzt noch ein bisschen. Ja. Okay, dann mache ich mal die Kamera aus, dann melde ich mich wieder, wenn wir hier fertig sind. Wir sind jetzt gerade mal bei 0,7 Kapazität. So, Kapazitätstest haben wir abgebrochen, weil es uns zu lange gedauert hat. Wir haben jetzt Benni seinen Booster hier reingehängt, ne? So. Jetzt ist er aus. Okay, nochmal an. Ja. Bleib mal lange auf dem Override drauf, das ist ein Knopf rechts. Dann müsste quasi die Lauflicht dann laufen. Das läuft. Also rot, gelb, rot, rot, gelb, grün. Ja, so ist es. Hm. Ja, das. Da schon. Und der ist voll. Der kann das Arsch. Woran liegt es dann? Irgendwie Anlasser. Doch mein Anlasser. Nicht mein Anlasser. Nee, Knopf war schon du. Ach, na, warte mal schön. Override. Wie lange muss ich da drauf drücken? Normalerweise macht es dann Klack. Jetzt hat. Hol da mal ein Stück Holz, mach nicht mal raus. Einfach auf Ausschalten. Ja. Hol mal ein Stück Holz, einen Prügel und klopf mal auf den Anlasser direkt drauf. Meinst du, dass er hängt? So, also eine Viertelstunde später, ne? Benni und ich, wir sind gerade bei unserem Doktor in Anlassertechnik zu machen. Ja, warum sage ich das? Es sieht gerade so aus. Das war mal ein ganzer Anlasser. Wir haben jetzt gerade schon mehrere Brocken davon demontiert. Wir haben einen Fehler gefunden. Also eigentlich schon mehrere, gell Benni? Ja. Mehr oder weniger ist gerade wunder, dass er überhaupt noch die letzte Zeit aufgesprungen ist. Im Endeffekt 2 von 4 Kohlen haben sich abgelötet. Also im Endeffekt hätte ich vielleicht dort mal, als ich den Magnetschalter gedacht habe, doch ein ganzer Anlasser kaufen sollen. Aber ich würde sagen, wir brauchen eine Werkbank. Ja. Aber ich wollte euch jetzt nur mal schon zeigen, wie das hier gerade aussieht, damit ihr einfach mal seht, dass wir hier nicht untätig sind. Einmal hier abgelötet. Da ist los. Und da ist los. Da machen wir einfach ein bisschen Lötzinn drauf, dann hebt es doch wieder, Benni. Ja, vorübergehend, ja. Das heißt, wenn es nicht so heiß geglüht war, aber das sieht schon sehr heftig aus. Ja, guter Übergangswiderstand, wenn sie das löst, weißt ich hoffe, dass wir es noch rangelötet kriegen. Ich gebe rauf, sage ich hier. Also ganz kurz, was ist passiert? Wir haben von... Ups. Die Kohle hier ist in kontaktlos, auf gut Deutsch gesagt. Die brauchen wieder Kontakt. Lass mich mal, der ist eh ein bisschen speziell. Der hat keine Leistung. Schieb's nicht raus. Ja, ich muss schon auf Kontakt. Ja, ich weiß, ich brauche ein bisschen Lötzinn, dass wir wieder Kontakt kriegen. Hier dran. Wir haben Starter. Da
Ohrlasser komplett zerlegt. Ne? Das können wir auf die Seite tun. Seht ihr das überhaupt? Ja, seht ihr alles. Den braucht ihr auch nicht sehen. So, also, wir haben hier den Ohrlasser. Der Benni hat das hier vorhin noch schön sauber gemacht. Hier, das ist ja unser Stromer. Mann, ich bin nicht der Ohrlasser-König. Du weißt, was ich meine. Ne? So, und wir haben jetzt das Problem. Wir haben ja hier hinten, das kann ich euch mal zeigen, wir haben hier die Kohle nachgelötet. Ne? Die waren ja komplett ab. Das waren die einzigste beide, Benni. Ja, aber wenn zwei von vier fehlen, dann kann er halt nicht richtig drehen. Das ist richtig. Oder? Warte mal. Ja, doch. Ja, doch. Die zwei sind da angelötet. Nach innen. Es kann aber auch gut sein. Muss ja auch irgendwie, weil die Zuleitung hier, die geht einmal in Richtung von den, die erzeugt einmal das Erregermagnetfeld von außen. Ja. Vom Stator. Und innen hatte ich keins dann, mehr. Ja, ja, Moment. Und dann kommt das auch wieder zurück über die Kohlen. Ja. Und geht dann. Und dann noch zusätzlich, irgendwo ging es dann auch noch auf den drauf, beziehungsweise, ah nee, stopp. Der gibt den die Energie rein und dann wahrscheinlich hin und her, zack, zack. Dann über die eine Kohle weiter, über den, weiß nicht, über die Trägerplatte zur anderen und von dort wieder zurück und dann wahrscheinlich. Richtig, und wenn die da halt fehlen, dann geht nichts mehr. Dann ist quasi wieder Anlasser unterbrochen. Genau. Und das bisschen, ja, was sich angehört hat wie ein Kühlschrank, der irgendwie ein bisschen so komisch hin und her macht, ist wahrscheinlich so ein bisschen Strom, was doch noch drüber geflossen ist. Genau. Passt auch zu dem, was du gemessen hast, was waren es, 70 oder 100 Ampere? Ja, ne, 100 Ampere, genau. Und 400 rumhalten, gesagt, brauche ich immer 300, 350. So, auf jeden Fall, die haben wir jetzt ja angelötet, ne, und beim Anlöten haben wir festgestellt, dass mir hier, da ist noch ein Stück, dass die Federn schon mal gebrochen sind, dann so schön hier wieder unterschiedlich zusammengebrutzelt sind. So, deswegen haben wir jetzt zwei neue Federn, also eine neue Feder besorgt, ein bisschen länger, die haben wir gekürzt. Zwei intakte. Genau, und die müssen wir jetzt noch ein wenig kürzen. Also er sich eine neue Zange schafft, warte vor. Da. Also nehmen wir es ja dahin, dass man es gescheit runtergedrückt kriegt, oder? Oder da hattest du es angesetzt. Guck, geht ganz einfach. So, und jetzt müssen wir das dann halt ein wenig runterbiegen. So gut, Federstahl runterzubiegen, ne? Mhm. Traumhaft. Kölbasserpumpe zusammen. Heb mal zu, mir löt es schön zusammen. In einem Anlasser. Hm. Was stelle ich da jetzt drum? Was denn? Dann montiere ich das jetzt dann neu. Das muss irgendwie so gewesen sein, weil. Nicht umfallen! Das hat immer. Ne? Hat irgendwie ein bisschen spooky-mäßiges. Ist das alles? So. Perfekt. Wie rum waren das drin? So rum? Oder so rum? Andersrum. So rum? Ja. Bist du dir sicher? Ziemlich, ja. Ziemlich. Benni, ziemlich ist aber nicht ganz, gell? Ja, aber besser wie gar nicht. Alter, guck dir das auch her, wie fabrikneu. Oder nicht? Ja. Dann probieren wir mal gleich mal so eine neue von Benni aus. Geht. Oh, ich bin noch ein bisschen fett. Die hat schon Bums, ja? Ich habe sie mir so gemacht, ich habe den Schraubenzieher genommen, das reingezogen und dann quasi mit dem Schraubenzieher hinter die Lasche und jetzt muss ich und die untere Biege, da wo der Schraubenzieher drauf sitzt. Ja, gut. Andere Seite auch. So, ich zeig's euch gleich. Wenn wir es soweit zusammen haben. Ja, wir müssen den noch machen. Ach, da ist noch. So, und wenn wir das haben, Benni, weißt du, was dann schon passiert? Dann kommt schon der Deckel hier drauf. Ja, erst brauchst du Fett. Erst brauchst du ein bisschen Fett. Sonst das bräuchte sehr schnell. Hab ich hier das Ding hier?
hier. Ich hätte Kraftsprühkleber. Ja, das ist eher kontraproduktiv. Coin Fat. Kann ich? Drück drauf. Reicht dir auch ein Hub? Boah, brauchen wir schon wirklich mehr. Weil hier alles drin. Noch einer? Ja, lass mal. Kann ich aufräumen? Müsste reichen, ja. Ah, so, da wollte ich ein bisschen Fett noch machen. Verstehe. Nimm den Schraubenzieher, das geht viel besser. Noch ein bisschen? Ja, muss man verteilen. Weißt du, ich will jetzt keine schmierige Finger, sonst hätte ich schon dreckige Pfote hätte, aber. Ja. Da ist Fett drin, ne? Warum? Naja, war halt vorher auch schon drauf. Ja. Was waren das? 10, gell? Mhm. Leute, Anlasserreparatur bei Fabis Landlust. Also gell, alles ohne Garantie und ohne Gewährleistung. Ne? Ich hab das weder gelernt noch sonst was. Ich habe mir immer ein YouTube-Tutorial dazu neigezogen. Da bin ich halt mal aufhangen zu zerlegen. Ne? Ich habe schon viele Motoren auseinandergenommen. Entsprechend vor allem Gleichstrom. Ist der ohne schon richtig? Der hatte schon immer irgendwie einen Abstand drin. Gib mal den Schonhammer her. Der andere liegt draußen. Drin. So ein Blatterhammer, aber ist egal. Ich glaube, ich fasse das da unten nämlich nicht ganz sitzt. Der hatte. Der war schon. Der hatte vorhin schon relativ viel. Warte, jetzt gucken wir erstmal, was sich dreht. Er dreht sich. Nein. So, und jetzt ist er wieder drauf. Drückt das Blut gleich das Fett raus, weil es viel drin ist. Ja, sag ich's nicht. Ich sehe es nicht, von daher. Meinst du echt immer so viel Fett? Nein. Ja, ganz so viel vielleicht nicht. Ich zieh halt nochmal raus. Zieh halt nochmal raus. Geht nicht! Saugend schmatzend! Ja, yum, 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 yum. Grüezi, Servus und hallo! Lass auch mal die Sicherung da drauf, dass er so noch fliegt. So, kann ich wieder zusammensetzen. Und jetzt sieht's besser aus. Muss ich nicht draußen meine Schlitzschraube. Weißt du, was das der Vorteil ist? Jetzt können wir eine richtige Schraube ziehen. Einmal bei so einem kurzen da. Ah, stopp, stopp, stopp. Da muss ich noch die Lichtung drauf machen. Wo kommt die neu? Das ist eigentlich. Ach, die kommt zuerst neu. Ja. Das sehe ich mal jetzt, wo ich den Zusammen gebaut habe. Besser jetzt, wie viel Power Mass angeschraubt hat. Welche Werkbank der Welt hat denn auch einen halben Meter einen Spalt in der Mitte? Also. Da wäre ja nicht so viel Fett raus, wenn du mich fragst. Das geht so nicht. Das muss man da erst schon drüber futteln. Lass mir nicht mal einen frischen. Guck mal. Ja, da drüber ist die dunkelblaue Kiste, wo eine Einhülse drauf steht. Ganz oben. Links, 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 links. Da und da unten drunter dieses durchsichtige, da ist irgendwo ein Sprengringsatz drin. Das war schon, das ist kein Sprengring, das ist ein Federring, ne? Federring, meine ich doch. Der ist noch neu, den muss ich erst aufschneiden. Da wäre noch das große Cuttermesser.
Die lohnt sich mal wieder, ne? Dann geh doch zu Netto. Der hat es aber nicht gehabt. Die kleine bitte. Eine Nummergröße. Ich hab hier Plus. Ja, was kann ich dazu sagen? Nachdem sich ja eh schon unser ganzer Scheißdreck verabschiedet hat, ne? Alias GoPro. Progo, Fake Pro. Nicht Fake Pro. Wahrscheinlich Progo. Die ganze Aufnahme zum Orlaser-Reparierer am Arsch ist. Machen wir jetzt noch den Funktionstest, ne? Achtung! Yes. Er geht wieder! Er funktioniert. Das letzte Mal war das nicht so Olver. Ja, weißt du wieso? Du müsstest nämlich erst den Draht wegmachen hier. Weil jetzt haben wir es auch so gemacht. Ja, aber das ist ja quasi. Nee, der sofort. War schon scheiße das letzte Mal, behaupte ich. Wenn du den Draht wegmachen würdest, dranheben und dann. Dann geht's einfach, dann ist weniger Funkenflug. Haben wir es so gemacht? Das kann auch sein. Schraub's halt mal weg. Nee, schraub ihn da weg. Den weg. Wo ist der komische Ding? Den da. Den, oh, was sind das schon? Ah! Zange, da hängt noch eine Herle drin. Eine Herle. Wo? Also, jetzt gehe ich dort drauf. Und es passiert nichts, genau. Genau, wenn du jetzt da drauf gehst. Genau. Alter Scheiß, das funktioniert immer noch wie Hölle. Ja, aber deutlich weniger, wie wenn er gleichzeitig noch die Last drauf. Also, er funktioniert wieder. Jetzt können wir den Fan wieder starten. Bauen wir ihn später noch ein. Also, jetzt. So, ich möchte jetzt noch ganz kurz mit euch besprechen, was wir jetzt gemacht haben. Ne? Also, wir haben ja den Anlasser. Hier die Kappe wegschraubt, hier den Deckel wegschraubt. Dann hier innen die Kohleplatte, die Plus-Kohleplatte, also sprich die, wo quasi von dem Kabel hier versorgt wurde, die haben wir neu angelötet. Das habt ihr eigentlich gesehen. Dann haben wir zwei neue Federn reingemacht, weil die Federn kaputt waren. Das habe ich euch, glaube ich, auch gezeigt. Kann ich euch nochmal zeigen, die liegen nämlich hier. Die verkogelte hier, ne? Also gebrochen, wieder zusammengeschweißt vom hohen Strom. Zwei neue Federn reingemacht, da haben wir einfach im Baumarkt so eine gekauft und die dann quasi auf passende Länge abgeschnitten. Und dann alles wieder zusammen montiert und dann haben wir ja Funktionstest gemacht. Und deswegen nehme ich jetzt den Orlaser, schrauben wir den Fan rein und dann machen wir den abschließenden Test, ob er läuft oder ob er nicht läuft. Genau, das ist der Plan. So würde ich sagen, machen wir das Ganze. Das habt ihr ja schon gesehen, deswegen ich schraube ihn rein und dann schauen wir es uns zusammen. Machen wir uns zusammen noch einen Funktionstest, ob die Karre wieder ausspringt. Dann haben wir in dem Video Batteriekapazität gemessen und für gut, naja, korrigieren wir auf ausreichend getestet, ja, oder für ausreichend beschlossen, Anlasser überholt und repariert und Leute, 1,50 Euro kostet die Feder, ja. Reicht für zwei, das heißt, wenn alle vier wirklich gebrochen wäre oder kaputt wäre, wir müssten vier neue reinmachen, dann ist man halt bei 3,02 Euro, ja. Also von daher war das jetzt echt eine sehr günstige Reparatur. Hoffen wir, dass es relativ lange hält. Genau. Und von daher würde ich sagen, ich schraube den jetzt rein, dann schauen wir, ob er funktioniert. So. Da bin ich wieder. Ich habe Platz genommen. Ich stecke jetzt echt zum ersten Mal Schlüssel ins Schloss, seitdem ich den Orlaser da drin habe, ne. So, also mit drehe rum. Zündung, klar, die geht. Er läuft wieder. Ach, genial. Was so ein Orlaser ausmacht, ne? Der funktioniert. Genau. So, Leute. Und ich würde tatsächlich sagen, mit dem Fazit kommen wir zum Ende von dem Video. Ich glaube, das Video ist schon wieder lang genug geworden, ja. Müssen wir mal gucken, was wir alles rausschneiden können, was wir nicht rausschneiden können. Und dann haben wir wieder ein sehr langes Video, aber ich glaube auch ein sehr informatives Video. Und Leute, man muss nicht immer gleich für 380 Euro, wobei ich habe gesehen, der Porsche Orlaser kostet mittlerweile sogar 440, für 440 Euro einen neuen Orlaser kaufen, ja, da, gut, ich glaube, das war sogar ein Granitpreis, da würde noch Steuer drauf kommen, ja, sind wir 20%, sind wir bei 520 Tacke, ja. Es geht auch ohne, ja, wie gesagt, ich habe es euch gesagt,
1,51 € hat die Feder gekostet. Also da habe ich mich jetzt echt nicht in U-Kosten stützen müssen dafür. Deswegen passt, läuft. Ich bin mega zufrieden. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns zum nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich bin raus. Danke und ciao.